So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ja, im letzten Part haben wir einen Funkspruch abgesetzt, damit wir gerettet werden. Aber das ist gründlich in die Hose gegangen. Der eine Pilot ist schon gestorben und wir haben Ruff hier gefunden. Und jetzt wollen wir noch den Piloten, der da drüben ist, retten. Der hat nämlich ein Signal gesetzt und ja, wir sind halt sozial veranlagt. Und wo soll ich da? Ach, da soll ich hinschießen. Ups. Bitte ist sauber. Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Mal gucken, ob ich die. Ich gehe runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruinen. Ja, ich fange gleich damit. Ja, ich glaube so. Ich rufe Hilfe! In der Kompetenz, ich liege unter Beschuss! Das ist ja auch egal. Gleich die dramatische Musik wieder. Ja, zwei Teile vom Bogen gefunden. Ob es den Bogen schon stärker gemacht hat, weiß ich nicht. Dann aber, ja, soll man schon rausfinden. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben. Okay, das kann man noch untersuchen. Mal gucken. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Ja, das kann man jetzt nicht genau sagen. Ob es von Tieren ist oder nicht. Sehen wir das hier mal an. Au. Oh. Hat ein bisschen weh. Ach, da schießt der Penner. Sag mal. Kannst du mal aufhören, so straight zu schießen, Mann? Jetzt muss ich ja noch warten, ey. Was jetzt davon, du Arsch? Bergblume, da explodiert noch mehr Zeugs. Ist da jemand? Ruff? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ruff. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Clara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Nee, den machen wir jetzt zu. Mal gucken, was passiert, wenn ich das anmache. Das sollte ich jetzt nicht machen, ist nicht so toll. Da ist das Signal. Ja, da ist das Signal. Na, lässt du dich jetzt hier. Flup. Und dann klettern wir mal die Wand hoch. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Beim Pissen, Junge. Geh mal dennoch. Tja, pisst ja einfach rum, das geht doch gar nicht. Dafür habe ich ihn jetzt einen Stealth-Kill verpasst. So. Ist hier noch irgendwas Besonderes?
Ach komm. So, da hinten, da liegt noch was auf dem Dach. Das nehmen wir doch mit. Okay. Ich dachte, es wäre tiefer. Egal. Bin ich halt gestorben. Da hinten ist ein optionales Grab. Ja. Machen wir mal die Fackel an und gehen rein. Gucken, was wir finden. Ja, hier noch Skelette, okay. Noch mehr Skelette. Scheint ganz schön windig zu sein hier. Halle des Aufstiegs. So, und das Lager für die Halle des Aufstiegs. Den Recurve-Bogen. Ja, den provisorischen Langbogen haben wir jetzt verbessert. Alle bisherigen Upgrades bleiben aktiv. So, jetzt gibt es neue Upgrades für den Bogen. Schlüsselring-Abzug. Okay, eine noch höhere Schussfrequenz wird man hinkriegen dann. Meine Fresse, ist das hier windig. Das gehörte früher zu Yamatai. Ja, wahrscheinlich. Moment. Was war das? Das war dafür. Okay, ja. Dann musste ich, glaube ich, hier zumachen. Das da schnell hochbringen. Mich ein bisschen mehr beeilen. Und da drauf. So. Ich weiß es immer noch. Dann springen wir hier rüber. Und dadurch haben wir es schon gemeistert. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von... Sieht so aus, ne? Dann gehen wir mal dahin. Gucken, was da drin ist. Halle des Aufstiegs gemeistert. Eine von drei Teilen für unsere Handfeuerwaffe haben wir gefunden. Okay. Das ist eine Schatzkarte. Die habe ich anscheinend, die krieg ich. Da. Oder? Ja. Die müsste ich ja jetzt eigentlich gesammelt haben. So, und jetzt kann ich das hier mal
Das war es auch schon mit dem optionalen Grab. Mal gucken. Gewichtheber. Ob ich da noch was kann? Ach komm, mach mal Axt-Experte. Dann noch ein Upgrade. Ich mag den Bogen an sich. Und ja, ich kann es eigentlich auch mal kurz demonstrieren, wie das aussieht, wenn ich mit der Axt angreife. Sieht dann so aus und ja, ein klein wenig Schaden mache ich ja damit. Und ein klein wenig. Dann gehen wir mal wieder hier raus. Ganz kurz hier drin aufgehalten. Ah, das hat wenigstens was für sich, so kleine optionale Gräber zu machen. Ja, die Karte wird aktualisiert, jo. Jetzt habe ich hier alles. Und das ist nochmal Missionstyp, von wegen Rauchsignal erreichen. Das nehme ich jetzt auch in Angriff. Ja, da hinten, ich weiß. Ach Quatsch, so will ich doch gar nicht. Zack. Na, was jetzt? Danke. Zap, zap, da runter. Und dann zünden wir die hier noch an, die gute Fackel. Statue, Dings, Bums. Eieiei, hört eine Arbeit. Gutes Mädel. Da liegt noch ein Tagebuch. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel. Ja, das könnt ihr wieder wie immer lesen. Und Botschafter, finstere Neuigkeiten. Der Botschafter entdeckte ein schreckliches Geheimnis und floh aus Yamatai. Was hat er gefunden? Und was ist aus ihm geworden? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt weiter. Gab es hier sonst noch irgendwas? Irgendwas Wichtiges? Nee, anscheinend nicht. Teleseilspannerei. Hängt ja schon bald überall Seil rum. Dann klettern wir wieder zurück. Dann schieße ich das Seil als nächstes da hinten drüben hin. Ich glaube, da muss ich ja lang. Na gut, glauben heißt nicht wissen. Gibt es da hinten irgendwas? Nee. Dann machen wir halt weiter. Wenn es sonst nichts zu tun gibt. Was gibt's hier drin? Jemand hat sich dieses Foto oft angesehen.
Es wurde häufig zusammen und auseinandergefaltet. Oh, und schön. Er kehrte nie nach Hause zurück. Diese Insel hat so viele Leben gefordert. Ja. Naja. Kann man jetzt auch nichts mehr gegen machen. Also ich kann hier das Ei dieben. 2 von 5 Eiern gestohlen. Ups, dann zünde ich hier noch an. Und ich glaube, ich müsste mit dem hier dann so darüber mich darüber schießen. Oder was heißt eigentlich darüber schießen? Das Tagebuch lesen. So. Hoshi, dem Ruf folgen. Ein Ausschnitt aus dem alten Tagebuch von Hoshi, einer jungen Priesterin der Sonne. Interessant, sie hatte Angst vor ihrer eigenen Königin. Ja. Gut möglich. Kann ich eigentlich darüber schießen damit? Ich denke mal ja. Na, gehen wir halt wieder da hoch. Waren wir erst vor kurzem. Ich muss darüber. Ach, sowas. Das saß ja schon gar nicht schief, das Teil. Tja, ja. Dann kletter mal halt. Servus. Das ist kein Schwein. Das ist wahrscheinlich weitergerannt. Liegt hier noch was? Nee. Dann gucken wir mal. Der Bergpass. Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Die ausgedorrte Schlucht. Naja, alles klar. Dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.